Oh mein Gott, Leute, es ist wirklich passiert. Der Fortnite-Shop hat sich wieder aktualisiert. Ich habe es ja heute Morgen schon vermutet. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, wir haben richtig krasse neue Items drin. Das Avengers-Event, also dieses Endgame-Event mit Marvel in Kooperation, ist jetzt live. Wir haben auch hier, ich kann es euch mal kurz zeigen, jetzt neue Challenges, die Endgame-Challenges. Da bekommt man am Ende auch hier so ein richtig heftiges, Schatte hier. Das gibt's gratis dann für alle Leute. Und wir haben halt richtig krasse neue Items drin. Es gibt jetzt ein Black Widow Outfit. Also eine von den Avengers ist heute jetzt als Skin im Shop drin. Ich bin mal gespannt, ob die nächsten Tage dann noch weitere Superhelden-Skins hier kommen werden. Wir haben auch noch eine neue Hacke und einen neuen Emote. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt hier direkt mal an. Black Widow Outfit. Oh, sie hat auch noch ein alternatives Style. Also die blonden Haare anscheinend. Genau, aus dem späteren Film. Am Anfang hat sie ja so rote Haare, später dann blonde. Alter, richtig krass. Und sie hat auch noch einen Backpack dazu. Den finde ich jetzt nicht so mega. Oh Leute, das stimmt, das sind ja auch ihre Waffen, die sie im Film hat. Ich werde mir gleich mal holen, wie das dann aussieht mit der Kategorie. Die heißt jetzt Marvel anscheinend, ist also eine neue Seltenheitsstufe hier im Shop. Einfach roter Hintergrund, was zur Hölle. Gucken wir uns mal hier die Hacke an, weil ich muss mal ganz kurz das Headset aufsetzen. So, hören wir uns mal an. Alter, richtig geiler Sound. Was zur Hölle. Okay, das ist ihr Emote. Auch ein richtig guter Preis, 200 dafür. Nice, Alter, WTF. Ich werde mir den hier direkt mal holen. Und Leute, ich werde den Emote natürlich auch wieder, den Skin hier auch wieder an euch verschenken. Das heißt also, ich verschenke heute wieder 2000 V-Bucks. Alles, was ihr tun müsst, um die heute zu bekommen, ist einfach nur, mir ein Foto davon zu machen, wie ihr hier Snoxy als Creator eingetragen habt bei der Black Widow. Das heißt also, ihr geht einfach kurz in den Fortnite-Shop, tragt hier Snoxy ein, wie mein Kanal mit einem kleinen I am Ende dran, dort einfach Snoxy eintragen, dann auf den Black Widow-Skin gehen und dann seht ihr hier unten, mit diesem Kauf unterstützt ihr Snoxy beim Black Widow-Skin. Davon macht ihr mir einfach ein Foto mit eurem Handy und schickt mir das heute auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Snox. Falls ihr mir noch nicht folgt, schaut gerne mal vorbei. Und ja, schickt mir einfach ein Foto davon. Und alle Leute, die mir dann bis heute Abend halt ein Foto gesendet haben, wie sie hier bei Black Widow Snoxy eingetragen haben, können dann heute den Skin hier gewinnen. Also ja, wenn ihr den heute kostenlos haben wollt, wie gesagt, nehmt da unbedingt teil. Und ihr könnt mich auch gerne einfach halt so als Creator supporten. Wenn ihr mir halt helfen wollt, hier mal coole Gewinnspiele zu machen, weil die zahle ich alle aus eigener Tasche, wäre auf jeden Fall mega, mega lieb von euch. Und ja, ich schaue mir jetzt nochmal das Ganze hier natürlich mit dem Skin an. Richtig nice, Alter. Direkt hier gegönnt. Alter, das sieht so krass aus. Ich muss mir das mal ganz kurz hier auch im Spind anschauen, wie das aussieht. Alter, das sieht so mega komisch aus, wenn man das einfach gewöhnt ist, dass das... Wo ist das? Wo ist der Skin? Hä? Leute, der zählt einfach als epischer Skin. Also das sieht ja mega, mega komisch aus, dass der einfach unter den... Ich hätte gedacht, dass sie das so als Extra-Kategorie machen, aber anscheinend zählt das wirklich als epischer Skin, nur halt, weil es ein Marvel-Skin ist, wird er jetzt hier rot angezeigt. Richtig, richtig krass. Hier auch nochmal die Hacke. Mega geil. Okay, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass heute einfach Marvel-Skins drin sind. Und schreibt mir gerne mal dazu, welchen Superhelden ihr euch jetzt als nächstes wünscht. Also ich glaube, ich wäre wahrscheinlich für Iron Man oder für Thor, auf die hätte ich am meisten Lust. Ich finde es cool, wie gesagt, dass wir hier wirklich so eine krasse Kooperation mit Marvel machen. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage, was wir da reinbekommen. Wie gesagt, wir haben auch hier halt diese Challenges drin. Da gibt es jetzt diesen neuen Modus, ich kann es auch noch mal ganz kurz zeigen hier. Da haben wir jetzt hier diesen Endgame-Modus drin. Ich werde mir das jetzt auch direkt hier mal anschauen. Wollte natürlich hier direkt das Video auch für euch machen, dass ihr mal wisst, was im Fortnite-Shop drin ist, wie versprochen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu hier auf dem Kanal seid und noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt schnell tun. Einfach kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Und wie gesagt, falls ihr heute dann hier 2000 Views gewinnen wollt, einfach Snoxy als Creator eintragen, wie mein Kanal mit einem kleinen E-Mail dran. Könnt ihr gerne schnell machen. Einfach jetzt kurz in den Fortnite-Shop gehen, wenn ihr online seid. Und hier ein Foto machen mit eurem Handy, wie hier mit diesem Kauf unterstützt Snoxy steht und mir das auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich, wie gesagt, Snox. Und dann könnt ihr heute 2000 V-Bucks gewinnen. Viel Glück an euch, macht das gerne jetzt schnell und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss!